mit Maske nach Mekka. In der saudi-arabischen Stadt hat die jährliche muslimische Pilgerfahrt begonnen. Angesichts der Corona-Pandemie allerdings in kleinem Format. Nur 10.000 Gläubige sind für den Hadsch zugelassen. Im vergangenen Jahr waren es 2,5 Millionen. Die auserwählten Pilger haben alle einen Wohnsitz in Saudi-Arabien. Sie müssen Masken tragen und Abstand halten. Zudem mussten sie sich Temperaturmessungen unterziehen und sich bei ihrer Ankunft in Quarantäne begeben. Die würfelförmige Kaaba, das zentrale Heiligtum des Islams, ist abgesperrt und darf anders als sonst während der Umrundung nicht von den Gläubigen berührt werden. Saudi-Arabien ist unter den am stärksten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern im Nahen Osten. Der Hadsch ist für das Land eine wichtige Einnahmequelle. Der Golfstaat nimmt jährlich normalerweise umgerechnet mehr als 10 Milliarden Euro aus Pilgerreisen ein. Der Hadsch gehört zu den 5 Säulen des Islam. Alle Gläubigen, die gesund sind und es sich leisten können, sind angehalten, mindestens einmal im Leben nach Mekka zu reisen.